Willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Wir sind auf Blizzard Prime und werden jetzt weitermachen mit Rivet, die hier etwas betätigen kann. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. So könnten wir dem Bot vielleicht einen Schritt näher kommen. Okay, ja, das ist hilfreich. Wenn wir nämlich den Blizzon da aktivieren... landen wir jetzt in der intakten Dimension hier und das war vorher nicht möglich, auch wenn es jetzt so aussieht, weil da eine Teleportfunktion ist. Ja, aber es ging nicht. Also es stimmt schon, dass es nicht ging. Ja gut. Ah, der Planet ist richtig cool. Er gefällt mir so gut. Warnung. Gefährliche Lebensform entdeckt. Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. So, jetzt müssen wir hier doch kämpfen. Habe ich am letzten Part schon gedacht, dass ich hier kämpfen muss. Komm, Schocker. Er legt da Moloch. Den können wir besiegen. So schlimm ist der nicht. Dann erstmal hier Partypilze legen. Vielleicht noch irgendwo einen Formschnittsprengler, weil es gerade echt eskaliert. War hier nicht irgendwo noch Leben? Ah! Na, ich muss gegen den Moloch kämpfen. Der ist das Problem. Hier sind Leben. Ich weiß, Clank, dass wir in der Unterzahl sind, das merke ich. Aber irgendwie ist das ja immer so. Das ist zumindest nicht neu. Ah! Ah, ist der nervig. Aber ich werde auch überall angegriffen. Ich... eben gar nicht auf den Moloch konzentrieren, weil überall Gegner sind. Leben gibt es ja auch keine mehr, ich bin tot. Jo, das ging jetzt ein bisschen flott. Aber es ist schon so, dass ich hier eine Blitzableiter brauche. Damit kann ich einfach so viele Gegner auf einmal aufhalten. Ja, das war schlecht. Hopp. Da, da kann er strahlen. Ich denke, ich weiß, dass wir in der Unterzahl sind, aber diesmal gewinnen wir. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Weil ich keine Munition habe. Ja, war nicht so schlimm. War nicht so schlimm.
Entschlüsselung etwas. Aber ihr könnt den Bohrer benutzen. Okay, die Wände sind deaktiviert. Wir können hier raus, wenn wir wollen. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Sicher? Freuden laute. Warum wollen diese ganzen Bots immer Freundschaften schließen? Und wo geht's weiter? Hier geht's weiter, okay. Mit der auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Bester Freund, die Dimensionsintegrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Als bester Freund will ich dich nicht beunruhigen. Repariere die Anomalie, mache ich. Ich genehmige keinen Bohrereinsatz, bevor die Rohrverstopfung beseitigt ist. Wollen wir nachher zum Karaoke? Magst du Karaoke? So, wieder eine Aufgabe für Clank. Clank, ich habe Ratchet gesehen. Auf Savali. Wirklich? Wie geht es ihm? Gut. Dünner als ich dachte. Aber insgesamt heldenhaft. Doch ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Meta-Terminal leitest. Meine Möglichkeiten können bei so viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu beschweren? Das hilft mir nicht. Die werden da abgelenkt von dem Wind. Dann werde ich wohl mal die Kugel hier nehmen. Ah, das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt. Und runterfall. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. So, die Kugel da. Jetzt werden die schwerer. Können gerade auslaufen. Die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Laufen jetzt dagegen. Ich glaube, du kennst ihn als den Klempner. Er ist was ich nicht so ganz weiß. Achso, nee, die fallen dann darunter. Okay, dann weiß ich doch, was das bringt. Er macht zum ersten Mal überhaupt Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung. Selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Und ich das hier erstmal. Genau. Dann geht das nämlich runter, weil es schwer ist. Und die Kugel hättest du nicht werfen sollen. Das war nicht notwendig. Nehmen sie wieder mit. Dann kann ich mir jetzt erstmal die ganzen Leute dahin schicken. Diese ganzen Klenkgeister. Wie kamst du zu dem Titel? Oh mein Gott, wieso bin ich denn so schlecht? Der stammt nicht von mir. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihn bei ein paar Archiven. So, jetzt laufen die nämlich da drüber. Was bedeutet das? Nur eine Menge zeigen und sterben da hinten. Das ist ein Blag-Telefonbuch. Das ist ein Kirchhoff-Zahn, ein terraklonisches Liebesgedicht. Oh Mann! Okay, aber irgendeiner hat es geschafft, durchzukommen. Das war unglaublich, Clank. Bleiben nur noch zwei. Verlass das Ritze durch das Meta-Terminal. Oh, dann nur. Tschüss. Nächster Raum. Und, wie läuft's mit Rivet? Okay, hat mein Hirn gehackt und meine Erinnerungen gesehen. Das macht also die Jugend von heute? Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Den Weg frei machen. Es ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstücke. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Eine Hebekugel. Alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. Die mir aber hier gar nichts bringt an der Stelle. Kann ich mich wiederholen. Vielleicht kann sich die Hebekugel dort. Ne, das bringt mir genauso wenig. Wenn ich die Hebekugel hier reinpacke, werde ich nach oben gebracht. Das ist schon mal gut, wenn ich es überlebe, was gerade nicht der Fall war. Aber das heißt ja nichts. Ja doch, es heißt schon irgendwas.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich anders da dran komme als mit der Hebekugel. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht, aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Okay, so komme ich hier hoch. Dann habe ich schon mal die schwere Kugel. Ich lege die erstmal hier rein. Das bringt aber nicht so. Ja, es bringt schon ein bisschen was. Aber nicht genug. Die überleben das trotzdem nicht. Wenn ich sie hier reinlege. Auch nicht. Okay. Ich werde hier wahrscheinlich die Schwebekugel brauchen. So, Hebekugel. Das reicht nicht. Und das reicht ja auch nicht, ne? Dann kommen die noch weit, weniger weit. Okay, also das geht beides nicht. Dann würde ich sagen, schwere Kugel da hinten rein. Ja, Gary, ich weiß. So, jetzt habe ich hier eine Tempokugel. Genau. Meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich und kann alles reparieren. So, jetzt habe ich alle Kugeln. Ja. Turbokugel. Hebekugel. Schwere Kugel. Das ist schon cool, wenn man es mal verstanden hat. So, die haben das Ziel erreicht. Cool. Noch ein Raum? Ja, nice. Und Rivet. Was gleich ist, sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit. Eine schwere Kugel. Du wünschst dir, kann ich erstmal hier reinlegen? Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Na, an die komme ich nicht ran. Ich bräuchte eine Hebekugel. Da hinten ist eine Hebekugel. An die ich aber auch nicht rankomme. Immer die schwere Kugel. Die lege ich dann. Ah, ich weiß nicht, wo ich sie hinlegen soll. Ah, doch, da. Okay. So, dann habe ich jetzt hier die Hebekugel. Ich bin zwar gestorben, aber ist ja nicht alles echt, was hier passiert. Wo habe ich sie jetzt hingetan? Und wieso habe ich sie irgendwo hingetan? Da hinten, okay. Keine Ahnung, wie ich die da hingeworfen habe. Auf jeden Fall will ich die wieder haben. So, Hebekugel erstmal dort rein. Genau, dann komme ich an die Tempokugel. Und jetzt kann ich es im Grunde irgendwie zusammensetzen. Also ich denke, hier muss tatsächlich die Hebekugel hin, damit die da drüber springen können. Und hier muss die schwere Kugel hin. Damit die hier überhaupt weiterkommen. Wo sind die denn leider schwer? Hm. Wenn ich die schwere Kugel hier hinpacke. Ja, das bringt ja gar. Nee, das ist Quatsch. Wenn ich die Tempokugel jetzt hier hinpacke, bringt das was? Laufen die dann schnell da durch? Nee, die werden immer noch abgedrängt. Okay. Den Propeller kann ich nicht senken. Das heißt, ich muss hier drüber springen. Hebekugel. Mhm, dann kommen die bis hier hin. Jetzt sollen die ja dahin gedrängt werden, genau. Und hier müssen sie dann schnell sein. Ne, schnell müssen sie wahrscheinlich hier sein.
Und schwer müssen sie jetzt sein. Und dann könnt ihr da durch. Genau. Okay, nice. Ich weiß nicht, ob die wirklich schnell sein müssen. Aber es wäre komisch, wenn ich nicht alle Kugeln brauche. Deswegen. Ja. So geht's. Vielen Dank. Nein, dank dir. Und vergiss nicht, Zuversicht ist der Schlüssel. Okay, dann haben wir es geschafft. Das ist cool, ich mag diese Anomalien. Kümmern wir uns um die Verstopfung. Um die Verstopfung, okay. Ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder. Cool. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. So, habe ich jetzt hier wirklich alles gemacht. Ich war überall, ne? Ich habe hier ein bisschen was übersehen, aber da wird nichts... Na, wobei, das könnte schon so eine Stelle sein, an der was ist. Aber egal, dann holen wir es irgendwann nach. Pasta! Bohrer benutzen, Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Ah, da hinten ist aber nichts. So. Alles gut, nichts passiert. Mehr Munition nehme ich gerne. Und dann geht's erstmal weiter. In deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Okay, ganz schön gefährlich. Einfach. Da geht's nirgends hin. Sicherheitsbarrieren. Oh nein. Das war ja sehr erfolgreich. Das wurde sehr spät angezeigt, dass ich da L1 drücken muss. Ja, fand ich ein bisschen fies. Ist aber okay. Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension. Geh diesmal hierher. Hui. So, also Blizzard drücken. Ja, man sieht ja, dass da diese Drohne ist, an die ich mich immer festhängen kann. Okay. Geh erstmal hier lang. Dann weiter geradeaus. Das ist cool. Habe ich hier eine Karte? Ja, geht so. Das ist richtig cool. Oh, das gefällt mir. So Schienengrinden kann oft anstrengend sein, aber hier macht es richtig Spaß mit den Lisons. Okay. Wow. Ich wollte schon immer einen Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Okay. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir gleich angegriffen werden. Na gut, dann suchen wir die Kurbel, um den Bohrer zu bedienen. Die müssen wir nicht suchen, die ist hier. Das ist mir auch bewusst, ich wollte mich aber erstmal umsehen. Lombax, Roboter, cooler Bohrer. Ich hab die Nachricht entschlüsselt. Hör zu, endlich anfangen. Hör zu, nicht den Bohrer einschalten. Oh. Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Entdeckung! Abriegelung aktiviert. Vielleicht hat eine Fernabschaltung... Nein! Ja,
Haut ab! So ein Mist. Komm, besieg ihn, besieg ihn, besieg ihn. Okay, nice. Phasenquarz. Da, in dem Bohrerstrahl. Ich schlage es mit dem Hammer raus. Bitte, pass auf. Uff. Ich kann gar nicht sprechen, weil ich angestrengt bin, aufgeregt bin. Unter Spannung stehe. Wir müssen schnell in die andere Dimension zurück. So, ja, dann weiter. Das war der letzte. Hier muss es doch einen Weg zurückgeben. Ja, hier ist doch der Weg zurück. Moment, lass mich erstmal gucken. Kannst du das bitte zerstören? Danke. Okay, alles mitnehmen. Ich will neue Waffen kaufen können. So. Ja, dann würde ich sagen, aktivieren wir den Blizzon. Boah, Transporter, nein! Wir werden nicht sterben, auch nicht höllisch. Mhm. Dieser Transporter, er ist groß und schwer. Und voller Treibstoff. Und gefährlich daran, zur Bombe zu winken. Oder wir werden. Ich glaube, ich brauche mal Formschnittsprengler, sonst wird das hier nicht. In einer postapokalyptischen Welt, alles klar. Hallo, hier ist dein bester Freund, Jim. Bitte stirb nicht. Ich habe mir Stufenaufstieg für den Blitzableiter, sehr gut. Als wir beste Freunde wurden. Nicht jetzt. Nein, keine Munition. Gut, Negatron-Beschleuniger. Ich fürchte, ich finde hier auch nirgendwo Blitzableitermunition. Oder ist da welche? Hier ist zumindest Blastermunition. Na gut, die brauchte ich ja auch. Raumschnittsprengler, okay. Okay. Transporter zerstört. Ab in den Bohrer damit. Dann wird der nicht mehr funktionieren. Aber der Blizzard wurde zerstört. Oh nein. Oh, Phasenquarz. Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken.
Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Torrent 4, okay. Der nächste Planet für Rivet. Unglaublich, wir haben Blizzard gerettet. Wie wär's? Soll ich mich eben hier umschauen? Karte. Wir haben fast alles, bis auf einen Gold Bolt. Der fehlt noch. Ich meine, hier ist ja auch noch ein Gebiet, das wir gar nicht erkundet haben. Wenn wir das Phasenquarz reparieren und das Universum retten. Okay, Bolts. Suchen wir den Flicker. Wenn du recht hast. Und der Flicker das Phasenquarz reparieren kann, dann gelingt uns das Unmögliche. Die Mords haben so von ihm geschwärmt. Und glaub mir, sie sind furchtbare Lügner. Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, die Dimensionen zu retten. Nicht da irgendwie hinkommen? Ich glaube nicht. Ah, da hinten wär's, aber... Den Weg dahin sehe ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich könnte hier nochmal eben kurz umschalten, aber ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Ja, von hier komme ich da hin. Also in dieser Dimension komme ich da hin, meine ich. Autsch. Vielleicht nicht so, aber generell schon. Nehme ich mal mit. Muss ich dann auf das Schiff warten? Ah. Warte nicht gern. Und muss ich auch nicht. Okay. Aber ich kann halt von hier... Hier ist kein Blizzon, ne? Deswegen kann ich das hier nicht umschalten. Hier sind welche, da ist was. Aber hier nicht. Und hier müsste ich es umschalten, damit ich in der anderen Dimension hier bin. Vielleicht geht das erst später. Vielleicht kommen wir da noch irgendwann zu, dass das geht. Jetzt gerade sehe ich dafür aber keine Möglichkeit. Also wenn ich mich hier teleportiere, das habe ich ja gerade gemacht, dann lande ich ja auch... hier ist gar kein Teleporter mehr. Lol. Okay, ich bin einfach nur verwirrt. Dann lassen wir es erstmal sein und werden im nächsten Part wieder zu Ratchet und Kit wechseln. Ich glaube, erstmal schauen wir uns an, was passiert. Hört ihr das? Genau so klingt es, wenn ich Lügen zerstöre. Dreckige, üble Lügen. Sie sagen, diese Dimension ist instabil. Wir werden in eine formlose Leere gesaugt. Falsch. Und wer was anderes glaubt, dem befehle ich, seine Augen in die Verbrennungsanlage zu werfen, weil sie offensichtlich nicht funktioniert. Noch wichtiger, die Lombax-Vandalen sind nicht entkommen. Die hätten sie. Wenn ich sie noch nicht mal geschnappt hatte. Ihr Spackköpfe! Hier! Ihr wollt die Wahrheit. Mein Lombax-Kopfgeld beträgt jetzt 27 Squid-Zillionen Nefari-Taler. Seht es euch an! So viel, so real, so absolut nicht gefälscht. Und es gehört alles euch, wenn ihr diese blöden Lombaxe fangt! Offenbar will Dr. Nefarius uns um jeden Preis schnappen. Wir müssen weitermachen. Ja, offenbar. Gut, also Torrent 4 ist für Rivet und Clank. Doch, für Rivet und Clank, genau. Aber wir machen erstmal weiter. Wenn jemand einen neuen in Cordelion. Hat, dann Ratchet. Mit Ratchet und Kid.
dann im nächsten Part, Leute. Bis dahin, nur das Beste.